Moin, moin, ja, hier ist wieder Selfie mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, letztens haben wir ja wieder hier Raps weggebracht, hatten, man sieht, unser Geldkonto hat sich ja langsam ein bisschen wieder erholt. Ja, und wir haben ja hinten die Spritze schon in Stellung gebracht. So, jetzt müssen wir aber schnell mal runterhalten. Ja, ich sehe schon, unser Kollege steht schon. Aber wir werden erstmal die beiden Mähdrescher hier ordentlich noch abtanken. Da werde ich mal so ein bisschen neben mitfahren. Ist egal, wenn ich jetzt hier durchfahre. Ich fahre sowieso durch und dann ist gut. Macht man eigentlich nicht, aber was soll's. So, wir werden jetzt hier denn die Fuhre noch voll machen und dann werden wir sie wegbringen. Mal schauen da hinten. Ja, er fährt noch. Ah ja, fahren wir mal runter. Sind ja bloß noch 6%. Und dann werden wir unsere nächsten fast 39.000 oder 38.000, was das war, holen. Da fährt den Rüssel ja schon aus hier. Ja, wir kommen schon. Müsste aber alles. Müsste gleich voll sein. Und ab geht er. So. Kommt keiner. So, na gut. Mal die nächsten 7, 7. Oh, hier wächst es ja schon. Wow. Geht ja schneller, wie ich dachte. Oh, wir müssen sehen, dass wir kleinen Moment, ich muss mal kurz was gucken. Vielleicht muss ich hier noch was einstellen. Echtzeit. Nö, ist normal. Pflanzenzug ist normal. Okay, weiter. Ja. Hätte ja sein können, dass es jetzt hier auf schnell eingestellt ist. Ja, also das heißt, wir bringen jetzt weg, tanken jetzt die beiden Mähdrescher noch ab und dann fangen wir schon mal heute noch mit Düngen an. Ja, man sieht, das wächst ja unwahrscheinlich schnell. Oh, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen. Ja, da wollte ich doch hin. Ja, das ist eben, wenn man jetzt hier im Trecker so normal an sich, denn kann mal passieren, dass man jetzt den Überblick so ein bisschen verliert. Zack, und ab jeder. Und der Rubel läuft. Ha. Das ist eine wahre Pracht, was man denn wieder erwirtschaftet, wenn man hat jetzt 77.000 Taler schon wieder. Das ist ja, da schlägt das Herz gleich höher. Und mal vorstellen, wenn nachher denn die Felder alle richtig läuft, wie dann. Ja, man sieht da hinten, wir müssen sehen, dass wir unsere Spritze jetzt hier in die Gänge bekommen. Wir fahren jetzt mal runter und werden, ach, da reicht der eine Mähdrescher steht schon. Ja, wo ist der andere? Der wird wahrscheinlich da unten irgendwo rumschlummeln. Na, da steht er, ja. Ja, wir müssen sehen, ob wir das Feld hier abwehren, ob wir den Traktor hier frei kriegen. Dass wir den frei kriegen, ja, siehst du, der Grober, der kommt immer näher. Ja, weil die Mähdrescher zu viele stehen, deswegen schaffen die das gar nicht mehr zu kompensieren. Ah, der steht da hinten auch schon wieder. Ja, wir müssen jetzt sehen, dass wir hier Mähdrescher jetzt ein bisschen unterstützen. Ja. Und denke mir, dass wir dann nächste Fuhre, wenn wir die abliefern heute noch, dass wir vielleicht schon 100.000 zusammenkriegen. Deswegen will ich ja denn damit Let's Play erstmal beenden. Das geht aber auf jeden Fall weiter, dass ich hier
paar Felder erstmal alleine wirtschaften. Ich werde jetzt hier Raps, 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 Raps draufbringen. Das geht am schnellsten. Und dann lasse ich hier, ja, mal schauen, wie viel ich hier an Geld hier zusammen wirtschafte. Kommt ja auch immer drauf an, wie viel Zeit man hat. Ja, also, das ist ja immer noch die Frage. Aber das Einzige, was wir machen können, wie schon gesagt wurde, warum steht der hier oben rum? Dann können wir den hier eigentlich runternehmen. Dann stellen wir den, jetzt haben wir ja die Saatmaschine da hinten. Dann könnt ihr eigentlich schon die Saat drin bringen, genau. Das, was wir eigentlich letzte Folge schon rumgekaspert haben. So, den stellen wir jetzt hier ab. Ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge wissen, wo das denn steht. Und dann werden wir hier mit denen hier schon mit grubbern. Dann kann jetzt hier der Bürger machen. Das ganze Düngen. Und Leute, wollt ihr mal guten Stunt sehen? Wir springen jetzt. Und yippie! Pumpf! Habt ihr gesehen? Tja, das ist die kürzeste. Das war eine Abkürzung. So, mal schnell andocken. Zack. Und ab jeder. Ja, sollte man nicht machen. Das könnte mal ganz schnell in die Hose gehen. So, dann haben wir hier gleich. Und ab jeder. So. Genau. So, der nächste Mähdrescher. Ja, der steht auch schon wieder. Gleich. Ja, ich schätze, eine Fuhre kriegen wir hier auf jeden Fall noch voll. So, ja, war wieder, wie gesagt, der Plan ändert sich immer in einer Minute auf der andere. Ja, man möchte so vieles machen, aber man kann nicht, weil irgendwie doch so ein bisschen die Hände gebunden sind. Ja, er steht schon. Ach ja. Ach, eine schöne Aussicht zu genießen. Die hat man ja auch nicht alle Tage. Und alles läuft und fährt. Man sieht alle Fahrzeuge. Wunderbar. Perfekt. Ja, also ich denke, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall schaffen, heute endlich mal das große Feld hier abzuernten. Und ja. Ach, er fährt schon wieder aus. Ja, lassen wir das mal wenden.
der steht auch schon, wie es aussieht. Naja, wir kommen ja da, wir fahren Stücke. So, er scheint jetzt auch wieder leer zu sein. Oh, fahr gerade runter, das Ding hält schon an. Ach ja, das macht richtig Laune. Und da fährt er schon wieder. Da fahren wir ein kleines Stück mit. Ah, nicht so schnell. Ja, na siehst du, da haben wir das auch geschafft. Ich hoffe, dass der Hänger noch voll wird. Dass wir hier nochmal einen ordentlichen Betrag bekommen. Aber ich denke mir, den Hänger werden wir trotzdem noch zur Verkaufsstelle wegbringen. Dass wir hier... Den russischen Haus. Jetzt habe ich eben ein bisschen gerade was nachgedacht und nicht auf aufgepasst, dass der schon den Rüssel hier. Ah ne, der fährt den Rüssel nur so aus. Ist egal, fahren wir daneben mit. Ja, 63% sind wir ja hier schon. Gut. Ja, müsste jetzt hier auch gleich voll sein. Ja, der Hänger wird nicht mehr ganz voll werden, aber drei Viertel voll auf jeden Fall. Also kann nicht mehr viel fehlen. Am besten wir fahren jetzt mit denen hier komplett runter und werden den hier langsam dann sagen. Für ihn ist die Arbeit erledigt. Den Rest kann der Ene da noch machen. Ja, dann kommen sich wir bloß ins Gehege. Ja, dann ist das schon mal abgeschlossen, meine Freunde.
Brot in den Mähdrescher hier reinsetzen. So, den stellen wir jetzt mal kurz jetzt an der Seite erstmal ab. Den können wir ja später mal oder kann ich denn zwischendurch irgendwann mal machen. So. So, also mal rüber, der kommt schon wieder. Ah, er steht schon. Perfekt, good timing. So, dann werde ich mal gleich hochfahren. Der wird dann garantiert bis oben auf jeden Fall reichen für die schmale Spur. So. Ich denke mir so, dass wir vielleicht 90%, naja, das ist schon ganz gut. Das können wir auf jeden Fall noch wegbringen. Und dann können wir mit diesem Traktor, denn wenn wir die Fuhr weggebracht haben, das Feld oben düngen. So. So, schauen wir mal und diesen Traktor hier noch zu. Okay. Der nimmt die Bahn alles mit. Perfekt. Erfolg freigeschaltet, Landspieler. Alter Schwede. Stücke vorfahren noch. Jo, na bitte, Prigitte. Dann stellen wir den auch gleich an die Seite. Den bräuchten wir dann auch erstmal nicht mehr. Halt, wo will der denn hin? Das ist nichts mehr da. Der ist voll. Oh, das muss mal geölt werden. Aber nicht mehr lange. Das bisschen Gequietsche, das muss ich noch ertragen. So, den stellen wir erstmal hier an der Seite. So. Ja, fast 90%, 89% genauer gesagt. Und dann werden wir sehen, dass wir das Feld noch gedüngt bekommen. Aber erstmal fahren wir den erstmal weg und das nächste, was ich noch nachschauen muss, wegen die Ecke. Genau. Nicht, dass der schon
Da haben wir jetzt nicht drauf geachtet, weil der rote Traktor ziemlich schnell ist. Aber naja, wenn, ist es vielleicht doch schon zu spät. Aber da schauen wir gleich nach. So, jetzt haben wir 74.000. Mal sehen, ob jetzt hier 100.000 hier locker für uns rauskommt. Jawohl, 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 da lacht das Herz. 110.000. Na bitte, Brigitte. Ich würde sagen, der heutige Ziel ist erreicht. Wir haben 100.000 Euro wieder auf Konto. Ja. So könnten wir jetzt, sag mal, Feld für Feld so abernten. Und jedes Mal, wenn wir jetzt hier eine kleine Kurve abgeernt haben, könnten wir dann immer ein neues Fahrzeug kaufen. Ja, könnte man, aber jedes Mal, um ein Fahrzeug oder einen Hänger zu bekommen oder andere Geräte, ja, das würde ein bisschen zu lange dauern. Nee, der ist noch nicht so weit, Gott sei Dank. So, den Hänger, den werden wir jetzt erstmal, ja, den stelle ich jetzt mal hier ab. So, da haben wir die Sämaschine. Ach, die Sämaschine, Entschuldigung, den Dünger. Wir wollen ja jetzt schnell noch düngen. Schnell hier ein bisschen dünn. Naja, 100% muss man jetzt hier nicht machen. Ja. Aber so ist es ein gutes Timing hier. Ja, ja, gar nicht so einfach. Ja, man muss mal die richtige Kurve kriegen hier. Ja, das kommt mal so ein bisschen. Ah, ist nicht so schlimm. Das ist minimal. Wichtig ist bloß, dass man jetzt die gröbste Fläche hier so ein bisschen gedüngt kriegen. Aber man sieht, der Traktor schafft es hier locker, ohne Probleme. Ja, ich mag gerne die Vogelperspektive, dann sehe ich, wie weit dass man wirklich, sag mal, nicht so eine großen Flächen offen lässt, verlässt.
Man hat ja den Dreh so ein bisschen raus. Wer dann nicht weiß, B-Taste ist ein- und ausschalten, der Dünger. Und ja, ich habe jetzt die Geschwindigkeit auf 2, lasse ich einfach laufen und dann mit A und D drücke ich jetzt, um links oder rechts zu lenken. Geschafft. Noch 1-2 Bahnen. Und dann ist das schick. Und dann schauen wir mal schnell mit unserer Saatmaschine da. Und dann schauen wir mal, was die Zeit noch zu sagen hat. Oder was uns die Zeit anzeigt, besser gesagt. Weil dann sind wir ja schon wieder mit dieser Folge schon wieder fast so wie am Ende. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen drüber kommen, ist nicht so schlimm, aber naja. Naja, noch eine Bahn und dann haben wir einmal hoch und einmal zurück. Bahn und dann wenn wir noch Zeit haben, mal sehen, was wir da noch machen in die Zeit. Da findet sich auf jeden Fall noch was. So, schauen wir mal. Ist der hier? Nee. Der auch nicht. Ah, genau. Jetzt ist er doch schon weiter, aber kurz mal schauen. Aber wie es aussieht, hat der das irgendwie alleine geschafft. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, manchmal klappt es, aber manchmal klappt es auch nicht. Aber also sieht, der hat deine Arbeit hier super gemacht. Also muss es genau so gerade gepasst haben. Aber es hätte auch anders sein können. Nö, das sieht sehr gut aus, was er hier gemacht hat. Wunderbar. Okay. So, ich schau mal kurz, was die Zeit. Ja, leider sind wir schon wieder. Ja. Schon wieder. Am Ende, ja, ich hoffe, dass es euch genauso wieder Spaß gemacht hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, nur, dass ich jetzt hier so einen kleinen Quantensprung mache. Also, wenn ihr das nächste Folge hier reinschaut, dann wird ihr unten keine 109.000 Euro stehen. Ich weiß nicht, was für ein Betrag, es kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Dann werde ich jetzt hier die zwei Felder immer in Rhythmus, so schnell wie das geht, hier Geld machen. Nein, ich cheate nicht. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich könnte cheaten, aber ich habe ja hier versprochen, in diesem Spiel natürlich ohne cheaten hier vorwärts zu kommen. So, ich sage für heute... Ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute.